Ja, hallo ihr Lieben. So, einer meiner lieben Patreons hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben, und zwar geht es um das Thema offenes Herz. Er liest gerade mein Buch, mein erstes Buch, Der perfekte Eroberer. Wenn ihr es noch nicht wusstet, ich habe ja drei Bücher geschrieben im Heine Verlag. Die kann man bei Amazon und bei allen möglichen Leuten bestellen. Könnt ihr gerne machen. Da verdiene ich nicht viel dran, aber sind auf jeden Fall gute Bücher, um bei der ganzen Sache irgendwie ins Gehen zu kommen und ins Machen. Und wenn ihr dann immer noch weiter Hilfe braucht, dann könnt ihr euch gerne bei mir persönlich melden, weil die Erfahrung ist, die meisten lesen zwar die Bücher, kommen aber nicht in die Handlung. So, der Kurt schreibt, und das möchte ich gerne hier mit euch teilen. So, also ich lese gerade ein Buch, schon fast innerhalb eines Nachmittags das halbe Buch gelesen, wirklich sehr schön und authentisch geschrieben. Nur mit dem Konzept des offenen Herzens hadere ich doch etwas. Ich halte mich für jemanden, der, wie gesagt, sein Herz auf der Zunge trägt und immer erstmal vom Guten im Gegenüber ausgeht. Ich habe damit in meinem Leben aber auch viele Nachteile erfahren müssen. Zum Beispiel, dass man dadurch schnell seine Schwächen offenbart, die von böser Seite ausgenutzt werden können. Oder aber Menschen verschreckt hat, die einem keine zweite Chance gegeben haben, da du für diese in eine Schublade verschwunden bist. Aber klar, waren die das dann wert, meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Morgen wird die zweite Hälfte deines Buches gelesen. Bin sehr gespannt. Ja, das Konzept des offenen Herzens, was ich sage, was auch ein Aspekt ist in der Männlichkeit, ist nicht so einfach zu verstehen. Das kann ich verstehen wiederum. Und ich versuche es halt gut in meinem Buch zu erklären. Vielleicht führe ich es jetzt auch noch mal ein bisschen in meinem Video auf. Das Ganze setzt natürlich auch voraus, dass du eine gefestigte Persönlichkeit bist, die weiß, wer sie ist, die auch seine Schwächen kennt und auch die Stärken. Und dann kannst du sehr, sehr authentisch du selber sein mit allen Schwächen und Stärken, die dazugehören. Und eigentlich kann dich dann auch nicht wirklich jemand verletzen. Also das Ding ist immer, verletzen hat auch immer was damit zu tun, dass man irgendwas verbirgt oder mit irgendwas nicht im Reinen mit sich selber ist. Und ja, man sagt ja oft dann so, was einen trifft, das trifft, ja. Also dass man da irgendwie noch Punkte hat, die man nicht wirklich bei sich sehen möchte oder die man nicht erkennen möchte. Und diese Angst, die hat man am Anfang. Ich war auch ein sehr, sehr einfühlsamer und empfindsamer Mensch, bin es immer noch. Und war ähnlich wie Kurt, ist da gerade schreibt, jemand, der sehr naiv von den Menschen immer das Beste angenommen hat. Und bin damit auch oft auf die Schnauze gefallen. Aber irgendwann merkst du halt, dass du zwar das Gute von den Menschen annehmen kannst, aber trotzdem mit einem kritischen, wachen Geist da bist. Und vor allem, dass du Menschen nicht irgendwie besonders behandelst, jetzt nur weil es eine Frau ist oder weil es irgendwie, ja, jetzt irgendwie einem Bettler deinen Haustürschlüssel gibst oder sonst was, sondern bei mir hat sich das ein bisschen verschoben, dass ich erstmal jetzt gerade nach Corona eher von was Kritischem ausgehe, trotzdem freundlich, nett, offen bin, aber trotzdem natürlich den Menschen auch auf einen gewissen Prüfstand stelle. Und trotzdem kannst du sehr offen sein, also was dich angeht und was deine Position angeht. Und mein Erlebnis dabei ist, Kurt und auch liebe anderen, ist, dass du viele Leute damit sehr stark, also dass du sehr stark polarisierst. Ja, das kann man wohl über mich sagen, dass ich sehr stark polarisiere, dass Leute dich entweder sehr, sehr gerne mögen oder fast so eine krankhafte Hass-Obsession kriegen. Da gibt es ja hier auch so ein paar YouTube-Kommentatoren hier, wie den Christoph, einen den ersten, den ich jetzt irgendwie mal geblockt habe, weil er dann auch bei einer Sache wirklich zu weit gegangen ist. Ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, aber irgendwo ist er zu weit gegangen. Und da gehört echt wirklich viel dazu. Ihr seht das ja, was ich alles stehen lasse, dass ich immer einen blocke. Oder noch so ein paar andere Kommentatoren, die ich immer wieder lese. Unter jedem meiner Videos sind die und kommentieren. Also die sind auf eine Art angezogen, entwickeln so eine Hassliebe zu dir. Ja, weil irgendwie können sie deinem Charme auch nicht widerstehen oder so. Und schreiben aber nur Negatives. Also da, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Also entweder stößt du die Menschen sehr, sehr stark ab, aber trotzdem sind sie fasziniert, weil du irgendwie so authentisch du selbst bist, oder du ziehst sie sehr, sehr stark an. Was halt ein sehr starker Filter ist, genau die richtigen Menschen in dein Leben zu ziehen, die du brauchst. So, ich habe sehr wenige Freunde oder engere Bekanntschaften. Ich interessiere mich da sehr selten eigentlich so für
die meisten Menschen, weil mir das einfach alles zu oberflächlich ist. Ich habe keine Zeit für Oberflächlichkeiten und ich bin dann immer sehr, sehr schnell, auch wie du sagst, mit dem Herz auf der Zunge in tieferen Gesprächen und entweder die Leute kommen damit klar oder sie kommen halt nicht damit klar. Und wenn sie nicht damit klarkommen und irgendwelchen Affentanz aufführen möchten, dann gehören sie auch nicht in mein Leben und dann, ja, brauche ich mich auch nicht weiter mit denen zu beschäftigen. Deswegen, also, man muss gesunde Grenzen aufbauen gegenüber seinen Mitmenschen. Man kann trotzdem offen im Herzen sein, sensibel und einfühlsam, aber man muss genau auch wissen, was sind meine Grenzen und was sind die Dinge, die ich möchte und erwarte von anderen Menschen. Und dann kann man auch ein sehr, sehr emotionaler, gefühlvoller, offener Mensch sein. Also es ist kein Widerspruch, Kurt. Ich weiß, ich hoffe, es hat jetzt ein bisschen geholfen. Es ist nicht so ein einfaches Thema. Ihr könnt mir auch gerne noch weitere Fragen in den Kommentaren dazu stellen. Ansonsten viel Spaß noch beim weiteren Lesen des Buches und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Workshop. Bis dann, dein Maximilian. Jo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme.